vielleicht ein bisschen erstaunt über das Bild. Mach das mal, damit wir noch eine Erinnerung haben. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, ist es einfach ein ganz schönes Bild. Ein ganz besonderer Dank gilt unserem und meinem Kirchenvorstand. Denn in den letzten zwei Jahren, über zwei Jahren, in einer Vielzahl von Fachausschusssitzungen und Vorstandssitzungen, über nicht immer leichte Dinge beraten, entscheiden und diskutieren musste und hat. Da gab es manche leichte Entscheidungen, aber auch manche, die etwas härter diskutiert haben. Da musste Bau und Verstand in Einklang gebracht werden, siegten die Finanzen, manchmal auch, ob das gerne gehabt haben wollen. Immer aber mit dem Ziel, am Ende für die nächsten Generationen etwas geschaffen zu haben und auch mit Stolz sagen zu können, wir haben niemals aufgegeben, egal wie hart es war. Und auch dann nicht. Was passt da besser als etwas aus dem
der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wolltest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wolltest hören das Gebet deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie dir bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wolltest du gnädig sein. Lass uns aufstehen und beten. Allmächtiger Gott, die Himmel und alle in den Himmel können dich nicht fassen. Du aber hast es vorgezogen, als Mensch unter uns Menschen zu leben, in deinem Sohn Jesus Christus. So sieh nun, freut dich auf dieses Gebäude und auf alle, die hier rein und rausgehen, in der Nähe suchen, um deinen Segen zu bitten. Mit traurigen und mit fröhlichen Gedanken, mit ihrem Glück und mit ihrem Leid sich dir nähern. Versage du dich ihnen nicht. Und lass deinen Segen hier in diesem Hause wohnen und sich allen, die hier hereinkommen, mitteilen. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So soll dieses Haus nun wieder in den Dienst gestellt werden. Den Dienst Gottes an den Menschen, dass die, die hier hereinkommen, Gottes Segen empfangen können, wenn sie ihn schon anderswo nicht finden. Gesegnet sei dieses Haus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, heute und alle Tage seines Bestehens. Amen. Lass uns wieder Platz nehmen.
Die Nadel stehen in das Haus.
Nur der gleich auch ein anderes Mal mit. Dank, Arzt, gab's.
andere haben sich sorgsam alles eingeteilt, der Kessel sagt noch ziemlich voll. Und was Jesus nun schafft mit dieser großen Geste, ist Danke zu verteilen. Jeder fühlt sich angerührt, jeder kriegt seinen Sack vor, kramt aus, was da drin ist und was daran essbar ist, wird verteilt unter alle Kommunensätze. Und das Wunder geschieht. Am Ende sind auch noch sieben Körbe von den Brocken da, also mehr als die sieben Brote anfangs waren. Und man kann darüber staunen, wo kommt dieser ganze Esskram auf einmal her. Man kann auch darüber staunen, wie schafft es Jesus, auch die ganzen Leute dazu zu bewegen, alles, was wir haben, in die Runde zu werfen. Das ist ja mal ein Wunder. Da kann man darüber staunen, wie das gehen kann. Und genau dies, dass alle, auch die Geistlichen, ihre Sachen herauskamen und verteilen. Das ist Reich Gottes in Aktion. So geschieht es, das Reich Gottes. Wir haben das in den von ihm gerade gehört. Wenn das Brot, das wir teilen, als Große genügt. Also wenn in der kleinen Geste, die wir machen, die uns unbedeutend erscheint, auf einmal etwas Großes, Wunderbares, Herzerfrischendes und Herzanrührendes geschieht, dann bei dem Gott sein Finger spielen. Da geschieht Reich Gottes. Und es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Ich habe das nicht absichtlich heute nicht aus dem Programm gesetzt, sonst sehen alle mit. Und wir sollen ja schön feiern, der Gemeinde Corona eben noch die Schnabel werden. Es geht durch unsere Hände alles, es braucht das Reich Gottes durch unsere Hände. Und es wird auf dieser Welt kaum anders, als indem wir es in die Hand geben und geschehen lassen. Aber dann hat er nämlich Gott seine Finger gespielt und kommt zum Zug und kommt zum Vorschein. Und die Dinge, die wir tun und die Gegenstände, die wir dann in den Händen halten, werden auf einmal durchscheinend auf eine Wirklichkeit hin, die man mit diesen Augen nicht sehen kann. So geschieht Reich Gottes. Ja, und das unter den Menschen, das nicht in Vergessenheit gerät. Dafür ist irgendwann mal die Kirche erfunden worden. Und zwar in ihrer doppelten Gestalt. Als eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig immer daran erinnert, Christus ist der, der es uns mitteilt, und dann scheint alles durch auf Gott hin. Und Kirche als Gebäude, als der Platz, wo Menschen ihre eigenen Geschichten mit dem lieben Gott verorten, wo sie vielleicht selber was mit ihm erlebt haben und da und dahin wieder zurückkehren, um anknüpfen zu können, wenn ihnen selber augenblicklich das Anknüpfen an den Gott gerade mal schwerfällt. Da gibt es ein Gebäude, das an ihn erinnert und wo Menschen ihre Gebete gelassen und ihr Glück vor dem Alltag gebracht haben, wenn sie eine Ehe begonnen haben, wo so viel Schönes in dem Gebäude steckt, das Menschen hier gelassen haben. Und da kehren dann Menschen auch zurück, um anknüpfen zu können und ihr vielleicht gröselig gewordenes Gottvertrauen aufs Neue stärken zu lassen. Und dafür ist mit so großem Aufwand diese Kirche hier in Stand gesetzt und neu geweißelt und gemalert worden. Wer das noch vor 2 Jahren in Erinnerung hat, es war ja ein bisschen hügelartig. Ne? Alles in Ocker, wie so eine steinzeitliche Hügel durch die Malerei getroffen. Das wo und dann ist mein Vorgänger auf die Idee gekommen und hat gesagt, so, bloß weiß ich, ob Kreuz oder bloß Ocker, das geht nicht. Da muss was anderes gehen. Und zwar etwas, das nicht nur vom Tod Jesu Zeugnis ablegt, sondern von dessen Überwindung, der Überwindung des Todes durch Jesus Christus. Ja, und seit dem Jahr 2004 haben wir dies hinter den überlebensgroßen Gekreuzigten vor unseren Augen. Und der Name dieser Wandmalerei ist Es wäre Licht. Da steht am Anfang der Schöpfung und steht auch am Anfang der neuen Schöpfung, die mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten begann. Und wenn wir uns hier versammeln, dann immer weiß, alle die Schöpfung berühren, in der wir leben und leben
Bezug auf das Reich Gottes, das durch unsere Hände hindurch immer mal wieder geschieht. Und so leben wir in dieser Zeit. Und gehen dem großen Ziel entgegen. Jeder anderen Welt, dem Reich Gottes auf dieser Welt schon zum Vorschein kommt, die sich eines Tages so weit ausbreiten wird, dass die ganze Schöpfung der Welt mit Platz haben wird, auch hier, ob man uns bis dahin schon mal zum Frieden gebracht hat oder auch noch nicht. Alle werden wir uns daran wiederfinden. So ist es die Hoffnung, die wir in unserem Glaubensbekenntnis gerade auch wieder rezitiert haben. Dessen Reich kein Ende hat. Und daran leben und weben und sind wir. So wenig davon manchmal auch direkt greifbar wird. Es ist uns im Herzen und Gott mit uns. Und das ist gut so. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
unserer Macht, in unserem Tun, was im Tod folgt. Du willst für sie einstehen. So bitten wir dich für die Menschen, die trauern. Sei mit ihnen in ihrer Trauer und lass sie deine Nähe spüren. Das wird sie trösten. Uns alle erinnern daran, dass wir auch einmal diesen Weg gehen. Nicht um uns Angst zu machen, erinnern wir uns daran, sondern wir lernen, dass wir viele vom Unwichtigen im Leben zu unterscheiden und so ein weises Herz gewinnen. In Jesu Namen.
bin gebeten worden, ein paar Sachen anzusagen. Wir haben nicht das Vorbereitet, sondern wir brauchen bei der Schweizer, die für mich draußen nicht ohne irgendwie wenigstens ein symbolisches Rechnen nach Hause gehen. Darüber können wir froh und dankbar sein. Wir sind nicht allein. Allein
sehr gehört habe. Ich möchte aber nicht allen vielen anderen Leuten in Vergessenheit geraten lassen, die auch Zeichen eingestellt haben. Bezahlte oder unbezahlte, das kann man gar nicht abzählen. Die Stunden, die hier reingegangen sind, bis es so geworden ist, wie es jetzt ist. Alle. Ich fange gar nicht an aufzuzählen, ich will ja doch mal irgendwie vergessen. Alle, die hier irgendwie einen Schweißtropfen, ein Stück Hirnschmalz, alle seien ganz, ganz herzlich bedankt. Ich als Mensch, der dieses hier als sozusagen seinen Arbeitsplatz hat, weiß es sehr zu schätzen, dass da so viele Menschen dran mitgebracht haben. Das ist etwas, was mich auch sehr angehört. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt noch was ganz Großartiges. Das hat zu tun mit eines Sie sitzen heute auf Bänken ohne Auflagen. Das hängt zusammen mit Corona. Wenn wir die Bankauflagen hier hängen, müssen wir sie nach jedem Gottesdienst desinfizieren lassen. Da können wir unseren Priester gar nicht anstellen, das zu machen. So viele Stunden hat er nicht und so viele Stunden können die Gemeinde auch nicht bezahlen. Nun ist die Idee aufgekommen, für die will ich jetzt Propaganda machen. Wer hier in die Kirche will, nehmen sich doch einfach von zu Hause ein griffbereites Gegensinn. Das kann er dann auch wieder mit nach Hause gehen. Und dann braucht jeder sonst keiner sich um Desinfektion zu kümmern. Und jeder, der was gepflegt haben will unter Mieter, hat es dabei. Das ist unsere Idee, die ich gerade vorhin vergessen habe, aber die wollte ich jetzt auch eben noch nachschieben. Machen Sie es gerne bekannt. So wie man früher seine Sammlung dabei hat, das wird heute auch bei der Zuhörer, sehe ich dann die Leute am Sonntag für diese Unterbrechung zu bekommen. Herzlich willkommen. Und nun, gibt es noch jemanden, der was sagen will? Danke.